Hallo und ahoi zum achten Teil meines Let's Plays von Return to Monkey Island, einem Point-and-Click-Adventure von Terrible Toybox aus dem Jahr 2022. Es ist das sechste Spiel in der Monkey Island-Reihe und entstand unter der Leitung des Serienerfinders Ron Gilbert. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu. Diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Sprachausgabe und Untertitel. Ich freue mich über jeden Kommentar und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Genau, das Geheimnis. Mal gucken, was das Geheimnis ist. Es sieht ja so aus, als wäre es zumindest nicht das Geheimnis der Rechtschreibung. Von daher, schauen wir mal. Das kommt uns doch sehr bekannt vor. Und dann ist da auch schon eine Schaufel. Wie wahrscheinlich ist das, dass jemand an einem geheimen Ort, wo ein großes Nix ist, noch eine Schaufel. Was für ein unglaublicher Glücksfall. Eine kostenlose Schaufel, um das Geheimnis auszugraben. Wow. Das ist nicht LeChuck. LeChuck ist ein grünlicher, schriller Typ mit Bart und einem großen Hut. Dieser Clown wird LeChucks Geheimnisse nicht kennen. Aber ich denke, wir können ihn trotzdem foltern. Wartet! Was habt ihr da über LeChucks Geheimnisse gesagt? Kennst du LeChucks Titelmelodie, sein Slogan oder sein Lieblingsessen? Wie wär's mit den ersten beiden Noten seiner Titelmelodie? Nicht genug. Das führt zu nichts. Wir wären gar nicht in dieser Lage, wenn du mir erlaubt hättest, ihn auf Mili zu töten. Fang nicht damit an, Layla. Denk daran, dass ich es war, der die echte Karte auf dem Weg zu LeChuck abgefangen hat. Das ist ein leeres Blatt Papier. Sie ist verschlüsselt. Ich kann sie mit einem Zauber der dunklen Magie aufdecken. Aber ich brauche LeChucks persönliche Informationen, um die Sicherheitsmaßnahmen zu knacken. Als Teil des Zaubers müssen wir seine Musik spielen, seinen Slogan sagen und sein Lieblingsessen essen. Ihr könntet ihn einfach fragen? LeChuck ist zu mächtig, um ihm direkt gegenüberzutreten. Diese Falle sollte ihn überrumpeln, damit wir die Informationen aus ihm herausbekommen können. Und jetzt haben wir kein Malzbier mehr. Ich habe eine Menge geschluckt. Vielleicht warten wir einfach eine halbe Stunde? Oder ich steche dir ein Loch in den Bauch und es spritzt sofort heraus. Wir könnten sein Schiff nach Informationen durchsuchen, während er weg ist. Daran haben wir gedacht. Aber das Schiff ist so verzaubert, dass man nicht an Bord gehen kann. Nur LeChuck und seine Mannschaft können an Bord gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich offiziell gefeuert wurde. Ich meine, ich bin zwar auf dem Meeresgrund gelandet, aber niemand hat je gesagt, du bist gefeuert. Du kannst auf das Schiff gehen? Wahrscheinlich. Ich meine, definitiv. Ja. Na schön. Die Sache sieht so aus. Du findest heraus, was wir wissen müssen. Wir entschlüsseln die Karte und wir teilen das Geheimnis durch vier. Das ist das einzige Angebot. Natürlich. Und ich werde es nicht noch einmal machen. Ja oder nein? Was sind die Alternativen? Wir töten dich. Ich akzeptiere. Unmöglich! Du hast dich mit Captain Madison zusammengetan? Sie hatten natürlich vor, mich zu hintergehen. Meine einzige Möglichkeit war, es zuerst zu tun. Sie doppelt zu hintergehen, bevor sie mich hintergehen können. Dreifach hintergehen. Dad? Ich würde ihnen das besorgen, was sie für den Zauber auf der Karte brauchen, und dann einen Weg finden, sie zu stehlen. Cool! Vergiss nicht. Es ist seine Erkennungsmelodie, sein Slogan und sein Lieblingsessen. Wir schlagen unser Lager am großen Affenkopf auf, falls du etwas brauchst. Es gibt da eine Sache. Das ist einen Blick wert.
Mary, bist du das? Tut mir leid, dass ich dich platt gemacht habe. Oh, das ist nur ein gruseliger Totenkopf. Ich behalte ihn für Halloween. Die Felsen hier sind tückisch. Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht den Zeh stoße. Das wäre von Vorteil. Der uralte Kampf zwischen Fels und Schiffsrumpf endet immer nur auf eine Weise. Da steht die Sea Monkey. Hey, das ist mein altes Schiff aus Monkey Island 1. Wow! Die Sea Monkey hat mir Abenteuer und Ruhm gebracht. Ich habe das Gefühl, das ist ein gutes Omen. Entweder das oder dieses vergessene Schiffswrack, das am Strand liegt, hat eine hohe Symbolkraft. Ich würde das alte Mädchen gern wieder flott machen. Das wäre ein tolles Sommerprojekt. Ja, ich muss mehr auf diese Quizkarten achten. Das übersehe ich immer. Ich glaube, man kann auch bei einem Durchlauf nicht alle Quizkarten finden. Das sind ja irgendwie 100. Aber wenn man sie nicht beachtet, dann kann man sie definitiv nicht finden. Was haben wir denn? Der Name des Sheriffs in Monkey Island 1 war? Weiß das jemand im Publikum? War es Largo, Smilk, Scheintop, Meathook? Also Meathook war der Typ mit den zwei Haken als Hände. Largo war aus Teil 2. Captain Smirk war derjenige, der uns den Schwertkampf beibringt und folglich kann nur Fester Scheintop der Name des Sheriffs gewesen sein. Behaupte ich. Und so ist es auch. Ja, aber Meathook ist halt der Typ auf der Insel. Aber der war ja auch nicht wirklich der Sheriff, denn das war ja eigentlich LeChuck, der sich nur verkleidet hat. So. Was haben wir denn hier noch? Blood Island ist die Heimat von Blood Island ist die Heimat von Stans kuscheligen Gruften, der Barbierküste, dem Piraten Blutnase und dem Meistersuppe-Hotel. Oh, das ist Monkey Island, ja, das ist hier The Curse of Monkey Island. Monkey Island 3. Da müsste ich jetzt aber auch nachdenken. Blood Island. Ist das die Insel, die man als erstes besucht? Nee, die hieß anders, ne? Blood Island. Und die Insel, wo... Also die Barbierküste ist gleich am Anfang. Das ist da, wo man die drei Piraten rekrutiert, mit denen man dann auf dem Schiff fährt. Das heißt, das ist, glaube ich, nicht Blood Island. Das Meistersuppe-Hotel und Stans kuschelige Gruften sind beide auf der gleichen Insel. Das wäre also etwas irritierend, wenn es Blood Island wäre, weil es kann nur eines der Dinge, glaube ich, auf Blood Island sein. Von daher glaube ich, ist Blood Island die Insel, auf der man mit dem Fährmann reisen kann, wenn man auf der Vulkaninsel... aber die heißt auch nicht Vulkaninsel. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Aber auf alle Fälle, wenn man auf der Insel den Leuchtturm repariert, dann kann man mit dem Fährmann übersetzen auf Blood Island, glaube ich. Und insofern macht es Sinn, dass der Pirat Blutnase da ist. Das war falsch. Das ist ja überraschend. Also ich hätte gesagt, kann nur das sein. Na gut. Dann müssen wir also hoffen, dass wir irgendwann diese Karte nochmal wiederfinden.
Es ist im Laufe der Jahre verblasst, aber es steht immer noch Privateigentum drauf. Okay. Das würde ich tatsächlich nicht mehr erkennen. Mary, bist du das? Entschuldige die Dinge, die ich zu dir gesagt habe. Ah, es ist nur ein ranziger Schädel. Ich behalte den für die Voodoo-Lady. Hey, Partner. Da hat aber jemand eine schöne Sammlung von bunten Glasflaschen. Threepwood! Ich hätte mir denken können, dass du hier mit drin steckst. Das ist genau deine Art von Schlamassel. Deine auch, wie es scheint. Ich mag die moralisch schwarzen Bereiche. Ich frage mich, ob dieser Armknochen irgendetwas zu bedeuten hat. Wie war deine Reise nach Monkey Island? Feucht. Aus irgendeinem Grund werfen mich die Leute immer wieder in Kessel mit Glibber. Aber ich werde mich an allen rächen. Vor allem an diesem verwelkten Zombie-Mann aus LeChucks Mannschaft. Ach ja, der weiß ja gar nicht, dass ich das war. Tschüss, Partner. Gehen wir wohl noch mal aufs Schiff, was? Es ist ein Stück Treibholz, das am Strand angespült wurde. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Haben wir schon. Ja, schick. Gar nicht mehr die Augenklappe. Was gut, dass er 8 Minuten Luft anhalten kann. Ja, ich schätze nicht. Dieses ganze riesige Schiff ist eine Art schwimmende Midlife-Crisis. Wir sind aber... Du bist auf diesem Schiff nicht willkommen, Threepwood. Okay. Also so einfach ist es scheinbar nicht. Oh, noch ein Schädel. Es ist ein durchnässter Schädel. Ja, ne? Das hat, naja, da sind wir definitiv nicht reingekommen. Also quasi... Definitiv nein. Also da oben brauchen wir es nicht versuchen. Aber wie kommen wir dann hier unten noch? Da müssten wir... So viele schöne, fettige Erinnerungen. Sie haben es versiegelt. Ach du Scheibenkleister. Kommt man da auch nicht mehr an.
ertrinke in meinen Gedanken. Hallo nochmal. Nochmal? Ich kenne dich nicht. An eine hässliche Visage wie deine würde ich mich erinnern. Oh, mein Fehler. Bis später. Nein, warte. Das war nur ein Scherz. Warte mal. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich stecke ein bisschen fest. Wie bist du am Ruder hängen geblieben? Bei meinem Job. Ich habe einen neuen Schrubber eingewiesen mit seinem Mob. Das ist gar nicht übel. Top, Snob, Stopp. Stopp könnte funktionieren. Wie auch immer. Sagen wir einfach, dass das obere Management mit meinen Methoden nicht einverstanden war. Und jetzt bin ich hier. Kennst du zufällig LeChucks Slogan? Nee. Wenn er schreit, bin ich zu abgelenkt, weil ich seine Zähne zähle. Das hat mich schon ein paar Mal in Schwierigkeiten gebracht. Hab ich gesehen, wie du ein Notizbuch in dein Hemd gestopft hast? Das ist nichts, was du wissen musst. Geh weg. Weißt du zufällig, was LeChuck am liebsten isst? Ich habe Besseres zu tun, als diesem Kerl beim Essen zuzusehen. Der neue Schrubber, den du erwähnt hast, wie war er? Aufstrebender Stern, Rohdiamant. Ein nutzloser Klotz. Ich glaube nicht, dass er das eine Ende des Mobs vom anderen unterscheiden kann. Außerdem ist er hier runtergekommen, hat ein Messer gestohlen, das ich in meinem Rücken hatte, und hat mich stecken lassen. Er hat nicht einmal versucht zu helfen. Weißt du, ob LeChuck eine Titelmelodie hat? Zählt das Geschrei seiner Feinde? Ich bezweifle es. Dann nicht. Wenn du netter zu dem Schrubber gewesen wärst, hätte er dir vielleicht geholfen? Er nicht. Manchmal merkt man es den Leuten einfach an. Was steht in dem Notizbuch? Ist es ein Tagebuch? Na gut, es sind Gedichte, okay? Zombie-Piraten-Gedichte. Aber sie sind noch nicht ganz fertig. Ich habe hier und da noch Probleme mit dem ersten Akt. Dem ersten Akt? Vielleicht kann ich dir bei deinen Gedichten helfen. Ich habe schon die eine oder andere Metapher in meinem Leben verwendet. Nun, ich komme an einigen Stellen nicht weiter. Was reimt sich zum Beispiel auf Getier? Revier. Oh ja, das könnte funktionieren. Also gut, ich brauche auch eine Idee für etwas, das wächst. Groll. Ich denke, das passt. Wie wäre es mit einem Reim auf Pack? Wrack. Wrack, ja. Das könnte passen. Ich glaube nicht, dass ich von allein darauf gekommen wäre. Vielen Dank. Mir stand ein bisschen das Wasser bis zum Hals, aber ich denke, zumindest den ersten Band kann ich jetzt als abgeschlossen bezeichnen. Haben wir jetzt was gewonnen? Hey! Was willst du? Würdest du mir jetzt, wo sie fertig sind, deine Gedichte zeigen? Was? Damit du sie stehlen kannst? Ich glaube nicht. Okay. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, warum ich überhaupt frage. Es sind ja nicht deine Geheimnisse, die mich interessieren. Hast du jemals daran gedacht, dass du es vielleicht verdient hast, hier unten zu bleiben, weil du ein grausamer Tyrann mit Selbstwertproblemen bist? Nee. Genieß deinen Abend. Du gehst, ohne mir zu helfen? Wenn ich hier rauskomme, werde ich das bisschen, das von deinem Gehirn übrig ist, verputzen und deine gebrochenen Rippen zum Zähneputzen benutzen. Da hat ja jemand gute Laune. So. Sehe ich das jetzt wirklich richtig, dass wir nicht mehr unsere Augenklappe haben? Ja, er hat die ja auch hochgeworfen. War sie natürlich weg. Ist ja irgendwie auch logisch. So, und wir kommen nicht in die Fenster rein. Oder in das Fenster. Dann könnt ihr natürlich nochmal versuchen mit dem Messer. Ich weiß jetzt schon, dass ich das nicht schaffen werde. Okay. So viele schöne, fettige Erinnerungen. So viele schöne, fettige Erinnerungen. Ja, und da hoch bringt uns auch nichts. Weil dann wären wir nur wieder runtergeschmissen.
Das bringt ja keinem was. Ich bin nicht einmal ein Fan von lebendem Tintenfisch. Ja, toter Tintenfisch. Ich bin nicht einmal ein Fan von lebendem Tintenfisch. Irgendwas muss man mit dem lebenden toten Tintenfisch machen. Erinnere mich. Dann habe ich einen Tentakel. Das ist irgendwie beängstigend. Ja? Ich überlasse das Aufräumen lieber der Natur. Gibt es hier nur wieder einen Schädel. Es ist ein mit Meersalz verkrusteter Schädel. Überall Schädel. So. Dann haben wir das Wrack der Sea Monkey. Dann haben wir diesen mächtigen Vulkan, den wir aber nur anstarren können. Dann haben wir dieses schöne, pompöse Schiff. Wir haben den Vulkanstrand. Wir haben den gigantischen Affenkopf. Es ist natürlich auch nicht so viel. Also nicht viele Gelegenheiten, irgendwas zu sammeln. Irgendwas kombinieren, was wir haben. Zum Beispiel diese sehr schöne Einführung. Die Visitenkarte. Aber wir müssen die Chucks Titelmelodie finden. Da erinnere ich mich, dass das ja hier die Dame oben. Die Chucks Slogan. Weiß ich nicht mehr. Und LeChucks Lieblingsessen kriegen wir wahrscheinlich auf heute in der Küche raus. Einen Weg finde ich zurück auf LeChucks Schiff zu schleichen. Captain Madison hintergehen, sobald wir die Karte haben. Thank you.
können ja uns nochmal über den Ding schmeißen lassen. Threepwood? Ohne deine magische Verkleidung bist du nicht so raffiniert, was? Wow! Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, ob man das Ding dann nochmal, also diese Augenklappe, die wir da haben, gehabt haben, ob man die nochmal wiederfindet. Mir wäre so, als benutzt man die später noch. Hey, was willst du? Würdest du mir jetzt, wo sie fertig sind, deine Gedichte zeigen? Was, damit du sie stehlen kannst? Ich glaube nicht. Okay. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, warum ich überhaupt frage. Es sind ja nicht deine Geheimnisse, die mich interessieren. Genieß deinen Abend. Wohl kaum. Könnte ein Humerus sein. Oder vielleicht die Ulna. Schwer zu sagen ohne eine gründliche forensische Analyse. Verlockend, aber der Aufstieg würde selbst meine legendären Fähigkeiten übersteigen. Okay. Da habe ich auch gar nicht dran gedacht, dass es da auch weitergehen könnte, aber es geht offensichtlich auch nicht weiter. Ja, aber der einzige andere Ort, an dem wir gehen können, ist dieser dusselige Affenfelsen. Es ist ein Stück Treibholz, das am Strand angespült wurde. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Wir hätten tendenziell noch ein paar mehr Antwortmöglichkeiten machen können. Ja, die Totenköpfe auf die Piken im Affenfelsen, das ist richtig. Das macht man später, um darauf Musik zu spielen. Das könnten wir jetzt natürlich schon machen, aber es bringt uns nicht weiter, weil vorher müssen wir definitiv nochmal auf dieses... Hey, Partner! Wir sind bereit. Hast du schon LeChucks Geheimnisse erfahren? Beim Betreten des Schiffes gab es Probleme. Ist es die Verzauberung, die dich davon abhält? Gute Nachrichten. Wir können ihn doch noch töten. Nein, das ist es nicht. Ich habe meine Augenklappe verloren, sodass die Mannschaft weiß, dass ich es bin und sie mich nicht wieder an Bord lassen. Du musst wie einer von ihnen aussehen.
Ich kenne einen guten Spruch, der das kann. Ich brauche ein Geheimnis, auf dem ich aufbauen kann. Besorg mir einen materiellen Gegenstand von einem Mitglied der Mannschaft. Etwas, das er vor den anderen versteckt halten wird. Ah. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, das habe ich tatsächlich vergessen. Aber dann müssen wir jetzt tatsächlich doch ihm dieses Gesichtsband einfach nehmen. Aber das können wir in der Tat machen. Aber wir wissen noch nicht, in welcher Tschüss, Reihenfolge wir das machen. Partner. Von daher müssen wir wieder zurück. Vor den Anfängen. Ja, wozu ich den Tentakelarm brauche, weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. Ob das irgendwas mit dem Essen zu tun hatte, könnte sein. Was willst du? Würdest du mir jetzt, wo sie fertig sind, deine Gedichte zeigen? Was? Damit du sie stehlen kannst? Ich glaube nicht. Ich habe einen Freund, der eine Zeitung herausgibt. Er könnte sich für deine Gedichte interessieren. Das wäre fantastisch. Aber ich bin im Moment ein wenig in Verlegenheit, weil ich am Ruder festhänge und so. Vielleicht könntest du deinem befreundeten Herausgeber meine Arbeit zeigen. Das mache ich gern. Und lass uns das einfach für uns behalten, wenn es dir nichts ausmacht. Bis sie angekündigt werden, schweigen wir. Jetzt haben wir es doch. Müssen wir wieder ein bisschen zurücklaufen? Gallet hat das geheim gehalten. Kannst du damit eine Verkleidung herstellen? Wie mampfendes Getier in ihrem Revier. Ich verstehe, warum jemand das geheim halten will. Das ist Unsinn. Es ist perfekt. Qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet. Oh! Nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Exceptor sint ocaecat, cupidatat non freudent. Benutze das erste Gedicht, um die Verkleidung zu aktivieren, und das letzte, um wieder du selbst zu sein. Fantastisch, danke. Halte uns über deine Fortschritte auf dem Laufenden. Ja, wird gemacht. Komm bald wieder, Partner. Da haben sie uns also doch nochmal geholfen. Das
Das kann nicht richtig sein. Ist das nicht ein Mobbaum? Ich wusste nicht, dass Sie auf der Suche nach einem Mob sind. Nicht mehr seit meiner Studienzeit. Und damals habe ich nur experimentiert. Das ist im Moment nicht wichtig. Jemand hat Mist gebaut und ich glaube, ich weiß wer. Wally! War das wirklich Wally? Ja. Wie mampfendes Getier in ihrem Revier, Ideen nehme ich mit ins Boot. Die Gedichte fließen wie Groll wächst, kreativ und tot. Erlaubnis an Bord zu kommen? Gullet, ich dachte schon, wir hätten dich verloren. Ich spüre immer noch den Stich deines Messers. Ich habe das Messer wieder, also sag mir Bescheid, wenn das Gefühl nachlässt. Deine Stimme klingt komisch. Ich schätze, ich habe noch ein paar Liter Meerwasser in der Lunge. Vermutlich. Wie auch immer. Willkommen zurück auf dem Schiff. Tu mir einen Gefallen und bewache diesen Platz, bis LeChuck und Iron Rose zurück sind. Ich habe das Stück, an dem ich gearbeitet habe, fast fertiggestellt und möchte wieder damit anfangen. Ich bin's, Gullet. Warum solltest du mir das anvertrauen? Weil du weißt, dass ich dich wieder absteche, wenn du es vermasselst. Okay. Wir sind also wieder im Spiel bzw. an Bord. Hey, Bob. Hey, Gullet. Du riechst sauberer als sonst. Danke. Kennst du zufällig LeChucks Slogan? Ich versuche, mehr wie er zu sein. Nun, dann solltest du deinen Slogan alle paar Minuten ändern. Ich habe keine Ahnung, wie er den Überblick behält. Weißt du zufällig, was LeChuck am liebsten isst? Nein, aber Putra wahrscheinlich schon. Sie ist ja schließlich die Köchin und so. Stimmt. Hat LeChuck eine Titelmelodie? Ich plane eine Überraschung. LeChuck zu überraschen klingt nicht nach einer guten Idee. Aber er hat kürzlich etwas über eine Melodie gesagt, die er komponieren lässt. Ich weiß nicht, ob sie jemals fertiggestellt wurde. Bis dann. Es ist das persönliche Tagebuch von LeChuck. Ich hätte ihn nicht als den selbstreflexiven Typen eingeschätzt. Aber was für ein Glück, dass es da auf einmal liegt. Das neue Tagebuch, das Kehlenschneider Kelly mir geschenkt hat, gefällt mir sehr gut. Ich bin beeindruckt, dass ich dieses Geschenk bekommen habe, wo ich doch derjenige war, der Kelly die Deal durchgeschnitten hat. Ich werde jeden Tag hineinschreiben. Es ist der 5. Juni. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat. Segeln, plündern, terrorisieren und so weiter. Verrückte Zeiten heute Abend. Die Mannschaft hat Charade zum Thema. Was ist deine peinlichste Guybrush-Geschichte um den großen Kessel gespielt? 1. August. Wir haben gerade den 19. Breitengrad überquert, um Bermuda zu terrorisieren. Sind auf ein lästiges Zollschiff gestoßen, leicht zu überholen und mit Voodoo-Kanonenkugeln zu beschießen. 3. August. Ich habe mich zurückgezogen und bin auf das Deck gegangen, um noch ein paar Sternkarten zu erstellen. Habe einen guten Blick auf den Grogkrug erhascht. 30. November. Sind an der Skull Bay angekommen und haben den Anker geworfen. Putra macht Macaroni mit Käse zum Abendessen. Ich habe mehr von unserer neuen Köchin erwartet. 4. Dezember. Habe heute ein Postschiff angegriffen und versenkt. Was für ein Spaß. Das Meer war mit Fetzen von Weihnachtsgeschenkpapier bedeckt und es sah aus wie ein explodierter Clown. Das hat schöne Erinnerungen geweckt, aber ich habe den Namen des Clowns wohl vergessen. Notiz an mich, selbst mehr Gedächtnisübungen machen. 12. Dezember. Ich probiere einen neuen Slogan aus. Plündert meine blasphemischen Entermesser. Dieser ist viel besser als mein letzter. 19. Dezember.
Das neue Hauptsegel sieht so schön aus. Ich schicke jemanden hoch, um es zu zerreißen und zu zerfetzen, damit es böser wird. 20. Dezember. Die neue Mannschaft fragt mich immer wieder, warum ich Guybrush Threepwood so sehr hasse. Bei Guybrush kann ich mich nicht auf eine Sache festlegen. Es ist eine endlose Liste von kleinen, nervigen Dingen mit ihm. Guybrush taucht immer dann in meinem Leben auf, wenn ich es am wenigsten erwarte. Ich bereue den Tag, an dem ich mich vor Jahren zum ersten Mal mit ihm angelegt habe, nachdem er die Hochzeit meiner wahren Liebe Elaine ruiniert hat. 25. Dezember. Ich habe beschlossen, mir zu Weihnachten einen neuen Slogan zuzulegen. Brandschatz die 7 Entermesser. Ho, ho, ho. 5. Januar. Ich vergaß zu erwähnen, dass die Mannschaft am Tag nach unserer Ankunft in Sky Bay eine Geburtstagsparty für mich gab. Ich habe sie alle gegengeholt. PS, der Kiel musste sowieso gereinigt werden. 9. Januar. Denke mehr darüber nach, warum ich Guybrush hasse. Er scheint zu denken, dass wir Feinde sind, Todfeinde in einem ewigen Kampf. Die Wahrheit ist, dass er mir völlig egal ist. Das ist wie bei der Mücke, die denkt, dass wir Feinde sind, obwohl die Mücke nur ein lästiges Insekt ist, das man zerquetschen muss. 12. Januar. Iron Rose nannte meinen Slogan heute Morgen abgedroschen. Ich habe sie am Bugspriet festgemacht, aber ich habe beschlossen, es mit bei meinem struppigen Bart zu versuchen. 1. Februar. Ich hatte ein langes Gespräch mit Rose, während wir am Strand von Terror Island, ich liebe diesen Ort, über brennende Leichen Marshmallows gegrillten. Sie ist der Meinung, dass je mehr ich Guybrush als einfache Nervensäge abtue, desto offensichtlicher wird, dass er und ich wirklich Feinde sind. 2. Februar. Ich mache eine Liste mit allen Gründen, warum ich Guybrush Threepwood hasse. 1. Dummer Name. Wer nennt seinen Kind Guybrush? 2. Hält sich für einen mächtigen Piraten, obwohl er keiner ist. 3. Immer auf der Suche nach demselben Schatz wie ich. 4. Hat mir Elaine gestohlen. 5. Er bekommt viel bessere Presse als ich. 6. Ist nur am Ruhm der Piraterie interessiert. Ich lasse meinen Worten Taten folgen. Er redet nur. 7. Mein Schiff ist viel besser als seins. Oh. 14. Februar. Oh, Elaine, nach all den Jahren sehne ich mich immer noch nach der Wärme deiner Umarmung. Verdammter Guybrush, der Tag wird kommen und dein Ende ist vorhergesagt. 17. Februar. Idee für einen neuen Slogan. Brandschatz, die zitternden Entermesser. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss erst einmal darüber schlafen, bevor ich ihn einsetze. 9. März. Die Möwen kreisen heute wieder über dem Schiff. Normalerweise wären riesige Ratten mit Flügeln mein Ding, aber sie versuchen, meinen morgendlichen Bücklinge zu stehlen und sie tünchen das Deck so sehr, dass keiner von uns auf den Beinen bleiben kann. Ich denke darüber nach, einen permanenten Sturm zu beschwören, um die verdammten Dinger in Schach zu halten. 12. März. Das Schiff ist ein einziges Chaos. Ich führe einen neuen Pflichtbericht für Schrubber ein. 30. März. Heute Nachmittag habe ich neue Bestrafungstechnik ausprobiert. Malfanghaken waren sehr effektiv. Muss ein paar Mannschaftsmitglieder ersetzen. Erst im Nachhinein ist mir die Anregung von Rose eingefallen, den Schiffsarzt nicht als Testperson zu verwenden. Ich werde ihr ein paar extra Peitschenschläge verpassen, weil sie es mich hat vergessen lassen. 1. April. Ich habe beschlossen, die Meere nicht mehr zu terrorisieren. Wenn wir im Hafen ankommen, werde ich mich um Wohltätigkeitsarbeit kümmern, meine Beute ausgraben und meine Opfer entschädigen. Ganz oben auf meiner Liste steht, mich bei Guybrush zu entschuldigen und ihn zu umarmen. 2. April. Hahaha. Ich lache mich kaputt. 9. April. Ich habe beschlossen, meinen Slogan in Threepwoods Fluch zu ändern. Kurz und knapp. Gefällt mir. 10. April. Das Problem mit dem neuen Slogan, man hört den Namen Threepwood so oft. Ich gehe zurück zu dem, den ich am 17. hatte. Okay. Huch, falsch. Wobei, wollte ich doch gar nicht. 17. Februar, ja. Brandschatz, die zitternden Entermesser. Okay. 4. Mai. Die Karte zum Geheimnis ist heute angekommen. Die Sicherheitsmaßnahmen scheinen nicht zu funktionieren, aber jetzt, wo sie hier auf Le Ship ist, kann sie sowieso nicht in die falschen Hände geraten. Ich hätte Wally meine persönliche Chiffre benutzen lassen sollen, aber er wollte sie fester an mich binden. Ich werde mit dem freileinigen kleinen Kartenmacher darüber reden, sobald ich das Geheimnis gefunden habe. 8. Mai. Jensi und Matt Flora haben Guybrush beim Abendessen erwähnt. Muss Ersatzleute einstellen. Vielleicht auf Mili, wo ich schon mal Voodoo-Vorräte aufstocke. 10. Mai. Im Hafen von Mili angelegt. Das Stadtvolk lässt sich von der Anwesenheit von Le Ship überraschenderweise nicht beeindrucken. Ich vermisse die alten Zeiten. Notiz an mich selbst. Beim nächsten Besuch ein paar Gebäude mit Kanonenfeuer zerstören. 14. Mai. Ich habe mir gerade eine super Beleidigung ausgedacht. Hehe, ich lache mich kaputt und Guybrush in den Tod geschickt. Heute Abend wird gefeiert. Notiz an mich selbst, Elaine mein Beileid aussprechen. Ja, also ist es die vom 17. Februar, sagen wir.
der Slogan, der aktuell gültige? Das müssen wir uns noch merken, dass das so ist. So, und ein Blick auf die Uhr verrät auch, dass schon wieder eine Folge rum ist und wir hier dann eine Pause machen und dann auch tatsächlich eine Pause, würde ich sagen. Insofern, ja, sehen wir dann in der nächsten Runde, ja, was die Musik ist, die Lieblingsmusik und was das Lieblingsessen ist. Das müssen wir ja noch rauskriegen. Und dann haben wir alle drei und dann geht's weiter. Bis dahin. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Meine ganzen Let's Plays gibt's auch als Playlisten auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!